Willkommen zurück bei Herr der Ringe. Ja. Diese Stille hier. Herr der Spinnen schön. Könnte man es auch nennen. Diese Blüte ja, ist der Spinnen. Hier kann man auch noch rumlaufen, ne? Dazu. Hier ist nur nix. Also nicht. Warte, geht's hier hoch? Nein. Ah, nö. Ah, nö. Oh, da oben ist ein Blüten. Ja, dann. Da ist mal eine Höhle. Das ist keine Höhle. Oh, doch nicht. Das ist nur so ein Durchgeh-Dings. Spinne-Wips. Lasst mich das mitnehmen. Ach komm, renn doch nicht weg, ihr blöden Spinne. Oh. Die machen ganz schön Schaden, die Spinnen. Ich bin tot. Oh, ich bin down. Scheiße. Komm hier nicht raus. Komm, Zwerg, mach was. Mach was, Zwerg. Heil mich, das heilt mich. Oh. Niedergespinnt. Du bist tot. Ja. Du auch. Oh, ja, müssen wir den ganzen Bereich nochmal machen? Ja, müssen wir. Vorsicht, Spinnen! Oh, ja. Ärgerlich, ey. Oh, ich verfehle die immer. Auf der Distanz das zu sehen ist schwierig. Jetzt lernen wir einen Waldläufer kennen. Jawoll. Das werde ich nehmen. Das geht doch schnell. Noch nie so große Arbeit geschehen. 2000 Schaden mit einem Schuss. Geht hier in Deckung. Ich werde euch vor ihren Pfeilen schützen. Ich glaube, in der Menge sind die gar immer so einfacher. Das muss warten. Zu viele kleine Gegner ist auch blöd. Für die Dude ein! Ja. Ich muss darf nicht in der Mitte stehen, ey. Scheiße. So. Nicht genug Kraft. Ich brauche mehr Zeit. So. Komm schon, Zwerg, wir haben noch Feinde zu besiegen. Ja, Moment. Machst du eine Bubble? Kann ihn nicht immer so das oft. Das heilen? Ja, aber ich kann nachfragen. Ich mach die eigentlich so immer fast so oft ich kann. Okay, gut. Und manchmal dann springe ich diesmal dazu. Dann dauert es da sehr lange, bis die wieder kommen können. Ja. Wenn nämlich gerade die Bubble voll ist mit Gegnern und wir da selber nicht drinstehen. Ja, das ist doof. Da hast du recht. Sich als nützlich erweisen. Hat Farin jetzt ein Schwert? Ich habe ihm irgendwann mal Tatsache, ein Schwert genommen. Achso, boah, fettes Ding. Ich hab ihm auch eins gegeben. Ist einfach genauso groß wie er. Bisher haben wir alles mitgenommen hier. Hier ist noch was. Das ist genau, was ich können wir mal hier rumgehen. Vielleicht klappt's hier besser. Wo kommen sie denn jetzt da, ne? Das echt, dass sie echt nicht umzingeln lassen von den Biestern. Kann ich dir viel einstecken? Nö. Ich muss warten. Die erste große ist kaputt. Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht. Ich brauche mehr Zeit. So. Das sieht doch gut aus. Ja. Besser als eben. Also bei den Spinnen musst du echt drauf achten, sobald die dich umzingeln, sofort weg. Ja. So, die Pflänzchen hier oben mitnehmen.
Boah, ich bin schon zur Hälfte Level 17. Hat die Kraft zu heilen. Was? Oh. Ja, ich bin du rennst ja voll dir. Vor. Du musst doch selber schuld, wenn du da vorne stirbst. mach das doch mal vernünftig. Ich sterb ja nicht, ne? Was schießt du denn hier? Ach, da hinten hin. Alter. Naja. Da ist auch noch einer. Wo ist denn der? Ach, da. Meine Kraft ist zu gering. Ja. Ja, irgendwo von rechts einer geschossen. Ja, da. Da. Jo. Fertig. Nö. Gibt's hier was? Nein. Nö. Nö, nö. Oh, hallo. Boah, 2045, ja. Ah, scheiße. Warum macht die das denn nicht? So. Ich wollte gerade sagen, da war noch einer mit Doppelschwert und. Zack. Kopf ab. Ab mit dem Kopf. Und noch mehr. Zack. Bogenschütze. Ui. Kopfschuss. Da ist noch einer. Weg ist er. Sehr schön. Ist da was? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich verbrauche hier echt viel Krafttränke. Ja, ich hab nur noch einen. Ist nicht gut. Ja, Gruppe. Ja. Oh, ich glaube, wir haben sein Haus gefunden. Hm. Hat er Gast. Ein leicht mutierter Baum. Ganz leicht. Was könnte der Hexenmeister gemeint haben, als er sagte, wir seien vielleicht versucht er uns nur zu entmutigen. Ach so. Vielleicht auch nicht. Ja. Auf geht's. Geht in diesem Lichtschein in Deckung. Jetzt lernen wir einen Waldläufer kennen. Na. Das war's schon. Wieder. Das war's. Lasst uns nach Beleram sehen. Wie nach Beleram. Ich denke, das ist am Anfang. Ah, mehr Spinnen. Jo. Ich kann das noch nicht tun. Greif an, wenn du dich traust. Ich habe alle verbraucht. Ach, ich hab keine Kraft mehr. Deswegen macht er das nicht. Oh, ich bin tot. Scheiße. Ich bin auch so gut wie tot, deswegen. Ja, ich bin dabei. Fuck, ich bin tot. Nee, noch nicht. Oh, scheiße. Ja, ich muss außerhalb. Ich muss die Vorheilung. Oder ich geh zum Zwerg, warte. Ja. Nein, down. Ja, super. Oh, super, super geil. Hoch mit dir. Sehr gut. Danke, mein Freund. Ich stehe in deiner Schuld. Ich kann das noch nicht tun. Boah, das war knapp, ey. Alter. Noch mehr Spinnen. Eine kleine. Noch mehr Spinnen. Ja. Okay, okay, okay. Ja, man war ja nicht tot. So, war's das jetzt.
Hier drüben. Was? Ist das ein Zauberstab da auf dem Boden? Oh. Farin kämpft weiter erstmal. Oh. Ja, vor allem wo? Ich will den haben. Dann machen wir das auch mal. Ich glaube, es geht nochmal um die Wurst hier. Töten, töten, töten! Alle hauen sie drauf. Nehmt Radagasts Stab. Ach da, ah, hier ja. Ist der. Ist gerettet, aber zu welchem Preis? Wo ist denn der gute Zauberer? Vielleicht in seinem Haus? Hat jemand mal angeklopft? Klopfen wir mal an. Hat gesagt. Na, man kann nicht anklopfen. Schade. Nö. Da müssen wir wahrscheinlich da weiter, ne? Gruppe. Gruppe. So, da haben wir das Level. Lucius. 33 abgetrennte Gliedmaßen. Na, du bist aber ein Mörder. Gesamtzahl der benutzten Fähigkeiten 60. Ich habe am wenigsten WTF. Im einzelnen Standardangriff zugefügt der Schaden. Da machst du immer deutlich mehr. Aber ich mache halt keinen deutlich. Ja, ich mache auch mehr Schaden an sich, ne? Getötete Scheine? Alter, ja. 111. Anzahl benutzen Waffenfähigkeiten. Ja, kannst mal sehen. Kills mit einem Schlag bist du. Gesamtzahl der Koop-Tötungen. Wie kannst du mehr Koop-Tötungen haben? Wie geht das bitte? Aber Farim hat auch 0. Farim vielleicht. Zahl der Stürze haben. Man kann doch alle gleich viel. Ah, ich bin der Retter hier. Durchgeführte Wiederbelebung. Zahl der Brüche. Zahl. Was sind denn Brüche? Na egal. Kritisches Töten. Waldlandsümpfe. Waldlandsümpfe. Da drüben, sie haben einen Gefangenen. Ein Elb. Urukai. Befreien wir den Elb. Vielleicht Radagast. Wir müssen ihn schnell. Hier ist noch was. Nee, ich bin auf jeden Fall hier vorne Besuch. Ja, ich bin da. Bam. Greif an, wenn du nicht traust. Nee, renn mich nicht um. Gegen dieses Licht kannst du nicht bestehen. Aha. Aber ich habe nicht die Kraft. Langsam aber ging er zur Runde. Langsam. Du bist mit einem Schuss gerannt oder irgendein anderer Gegner. Noch nicht. Na, oh, Mädel, mach doch mal. Ich kann das noch nicht tun. Ja, wir halten wir hinten aus. Dann halt so. Ach man, es ist der Tod, scheiße. Ich hab keine Pfeile mehr, das ist schlecht. Down. Ich habe nichts mehr. Pflanze. Gruppe? Der wo ist die Gruppe? Das werde ich nehmen. Pflanzen mitnehmen. So. Schmetterlingsgruppe bitte sammeln. Untote? Sind das Untote? Ja. Noch nicht. Ox ist doch quasi untot, oder? Genau. Alter, quasi untot. Ich bin nie als Untote betrachtet. Naja, ich auch noch nicht, das stimmt. Vernichte sie!
Oha. Ich habe nicht die Kraft. Das war nicht nett. Ich muss warten. Ich brauche mehr Zeit. Ey, hau mich nicht um. Oh, die rennen mich immer um. Oh, fuck, fuck, fuck. Fuck, 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 fuck. Ich muss in die Bubble. Oh. Ich muss ja auch in die Bubble, das ist total no. Ah, oh, Level 17, geil. Tag. So, der noch und die Bogenschützen. Ach Mist. Ich hasse das, so, wenn ich sterben und dann meine Kugel ins Nirvana geht. Ja. So. Jetzt lernen wir einen Waldläufer kennen. In diesem Wald wimmelt es von Urukai. So, mal eben leveln. Schon, ich bin auch fast 17, ne? Millimeter noch frei. Das dauert nicht mehr lange. Ach, Geschicklichkeit erhöht meinen Tanzschaden. Das ist ja ein bisschen, aber gut, dann machen wir mal hier Geschicklichkeit mal ein bisschen höher. Die ganze Zeit nicht geskillt. So, jetzt habe ich mal eine coole Kugel auf Maximum. Hierher, zu mir, wenn ihr Heilung braucht. Heilen, heilen. Hm, dann auch. Dein Kopf leuchtet. Nachmacher. Eine Bubbel. Ja, 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 ja. Oh, ist ein Geheimnis. Das ist immer so schön süß, das ist gut. Ja, es wird mal angezeigt. Wo ist es denn jetzt? Fußspuren gehen hier durch. Jetzt also sind die Fußspuren weiter, weg. Auf jeden Fall. Warte mal. Geht's denn hier hinten auch komisch weiter? Da ist auf jeden Fall Sumpf, ne? Ja, irgendwie geht's hier auch weiter, ne? Nee, es kann nicht in zwei Richtungen weitergehen. Hier ist etwas, das ich gebrauchen kann. Doch, da hätte es auch. Da hätte es ein Dings, ein Leuchteteil. Wenn da ein Leuchteteil ist, muss man wahrscheinlich erstmal in die andere Seite gehen. Geh mit erstmal die Feinde bekämpfen. Das hat die Kraft zu heilen. Da hinten waren Orks. Welche oder Feinde? Urukais oder was auch immer. Achso. Oh, dann gehen wir da mal hin. Aber mit den Fußspuren hier finde ich komisch. Und hier hören vielleicht die auch das Fußspuren. Dazu vielleicht kommt da noch was. Dass man überhaupt hingeht. So ein Seitengebiet. Warte mal, lass uns die machen. Bam! Ja. Ich habe nichts mehr. Ach komm. Oh. Rennt er mir in den Schuss rein. Scheiße, ich hab keine Mana-Tränke mehr. Nur ein. Ja, aber ich im Nahkampf. Ah. Oh, Level 17. So, letzte Bubble. Jetzt lernt ihr einen Dudelan kennen. Dann nutzt ihr noch mal kurz. Ich habe nicht die Kraft. Wie viel hält denn der außer?
Neue Mission, der Gefangene. Ja. Nebenmission, ja, was ist denn da los? Ganz was Neues. Ah, oh, Killstealer, du. Und ich hab weder Heiltränke noch Mana-Tränke, ey. Nicht so gut. Sammelt euch bei diesem heilsamen Licht. Toll. Keine Kraft. Ich habe keine Kraft. Volltreffer. Wir müssen schnell durch diesen Sumpf. Wichtiger Punkt. Ja, da hinten ist der Typ wichtiger gefangen, Punkt, denke ich, ne? Oder? Ja. Gucken wir uns dann nochmal eben. Wolltest du hingehen gleich? Gute, erst noch mal falls kurz da Dialog kommt. Ich hoffe, das kommen dann keine. Warum schreit er mal nach Bela? Hier ist etwas, das ich gebrauchen kann. Aber ich glaube. Keine Ahnung. Hat er dann nicht gerade den Punkt gespeichert, weil wir müssten die Folge beenden. Weiß ich nicht. Oder er speichert ihn vielleicht, nachdem wir den Typen befreit haben. Ich würde sagen, wir gehen den freien noch kurz. Weil ich brauche Tränke für den nächsten Kampf, falls einer kommt. Ja, das ist eine gute Idee. Oder ich muss noch hoch im mein Level abmachen. Ne? Das mache ich auch mal. Kann ich da irgendwas craften? Oh, ich kann ganz viel craften. Verarbeitung ergibt Heiltrank der Wache. Oh. Was habe ich denn für Tränke? Heilmittel, Kraftspendesmittel, Heiltrank der Stärke. Du kannst auch dieses Mirovor benutzen, ne? Oder Mirovor. Dieses Mirovor kannst du auch benutzen. Das heilt dich über längere Zeit, glaube ich. Auf jeden Fall. Das hält an. Ein paar Heiltränke. So, was haben wir jetzt hier? Verjüngender Heiltrank. Was macht der? Dieser Heiltrank erneuert Gesundheit und Kraft. Und ich habe. Was ist der Mirovor? Wo hast du denn? Achso, das da. Ah, cool. Was wir bekommen haben. Das macht. Teilt dich vollständig. Ja, das kannst du leider nicht mehr in den Kampf einsetzen. So, dann gucken wir doch mal unseren. Wer schnell bist. Freund. Ich habe zumindest wieder 5 Heiltränke, das ist schon mal gut. Genau, was ich brauchte. So. Hallo. Ich verdanke euch mein Leben, Freunde. Ich hatte schon alle Hoffnung aufgegeben, bevor ihr kamt. Ich bin Glohirin, ein Elb aus dem Waldlandreich. Wir sind Fremden gegenüber skeptisch, aber ich war noch nie so froh, unbekannte Gesichter zu sehen. Ist es ungewöhnlich, in diesem Teil des Waldes auf so viele Orks zu treffen? Orks sind überall im Düsterwald zu finden, außer dort, wo das Reich meines Volkes liegt. Doch noch nie habe ich so viele in diesem Teil des Waldes gesehen. Es sind auch unterschiedliche Stämme und Kompanien hier. Einige kommen aus dem grauen Gebirge im Norden, aber es sind auch große und wilde Uruks aus Dol Guldur hier, weit aus dem Süden. Der Feind bereitet sich auf einen Krieg vor. Das verheißt nichts Gutes für das Waldlandreich. Ich habe nicht erwartet, jemanden aus meiner sylvanischen Verwandtschaft zu treffen. Ist deine Heimat nah? Nein, das Waldlandreich liegt viele Tagesreisen östlich. Ich bin Andriel aus Imladris und das sind Farin und Eradan. Es freut mich, dass ich einem Verwandten aus dem Waldreich helfen konnte. Aber was hat dich in diese Lage gebracht? Ich bin einer von König Tranduils Wächtern. Mein Gefährte Galran und ich hatten Befehl, diesen Teil des Waldes zu erkunden. Wir sahen Feinde, die sich hier sammeln, konnten aber nicht erkennen, zu welchem Zweck. Wir wollten Radagast den Braun, der hier in der Nähe lebt, um Rat fragen. Doch je näher wir seinem Haus kamen, desto größer wurde die Gefahr. Aber was ist mit euch? Was führt euch in den Düsterwald? Wir suchen auch nach Radagast, aber ich fürchte, ihm ist etwas zugestoßen. Elben, Mensch und Zwerg suchen gemeinsam einen Zauberer. Da steckt bestimmt eine Geschichte dahinter, aber dafür ist jetzt keine Zeit. Radagast ist in großer Gefahr und mein Freund Galron ebenfalls. Wo ist Galron? Ach, ich weiß es nicht. Wir stießen auf eine Gruppe Orks und als wir kämpften, ließen Spinnen ihre Fäden von den Bäumen auf uns herunter. Ich verfing mich und die Orks trugen mich weg. Ich kann nur hoffen, dass es Galron nicht schlimmer ergangen ist. Wenn Orks und Spinnen zusammenarbeiten, heißt das nichts Gutes für mein Volk. Und erst recht nicht für Galron. Ich muss ihn finden.
Der Düsterwald ist als Schlupfwinkel von Spinnen bekannt, aber ich habe noch nie gehört, dass sie mit den Orks verbündet sind. Orks und Spinnen sind ständige Feinde meines Volkes, aber nur selten hatten wir es mit beiden gleichzeitig zu tun. Ich fürchte, der Feind hat sich mit der Spinnenkönigin Zainatra verbündet, die tief in den Bergen im Düsterwald leben soll. Wir werden dir helfen, Gairon zu suchen. Wie jetzt? Kein Danke? Einfach nur okay, fertig. Nö. Hat er nicht gesagt. So. Der Sack. Die Unterhaltung hast du aber gehört, oder? Sack der. Achso, ich dachte, das wäre einer von den Cutscenes, die du kriegst. Hätte ich dich ja wieder laut gedreht, hättest du was sagen können. Ich saß also am Lagerfeuer wir und sollen seinen Freund an alte Zeiten gedacht. Seinen Kollegen, mit dem er hier war. So, aber das schauen wir in der nächsten. Schauen wir mal. In der nächsten Folge. Tschüss. Genau. Ciao.